Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, denn ich möchte gerne mit dir zusammen die Lidl Cosmetics After Dark Palette austesten. Die ist bunt und macht mich glücklich. Passt heute auch zu meinem Outfit. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Kurz vorab. Ich wurde von der Firma Corazul angeschrieben. Das ist eine Firma, die wunderschönen Boho Vintage coolen Schmuck verkauft. Genau, und den trage ich heute auch. Das ist einmal die Kette, das sind die Ohrringe, die ihr gleich auch immer wieder von Namen sehen werdet. Und das ist auch dieses wundervolle Armband. Habe ich auf Instagram schon gezeigt. Ihr habt es in meinen Videos schon gesehen. Ich wollte euch nur noch mal darauf hinweisen, diesen wundervollen Vintage-Schmuck oder für mich mehr so Boho-Stil kann man dort auf der Homepage kaufen, wenn man möchte. Und ich habe einen Code bekommen. Der Code lautet CLAUDICORAZUL15. Habe ich dir eingeblendet. Da bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Schminki. Genau. Um dies zu tun, setze ich mir einen Haarreifen auf. Was ich übrigens sonst so als Base-Produkte habe, findest du unten in der Infobox. Da habe ich dir jetzt auch mal reingeschrieben, ne? Genau, dass man einfach so weiß, was ich sonst noch so im Gesicht trage. Genau. Die Lidl Cosmetics After Dark Palette finde ich richtig geil. Die haben ja so, so eine aufregende Art, sage ich mal, bei Lidl, ne? Eigentlich bin ich ja durch Jolina Men mit der Jolina Palette angefixt worden, überhaupt auf die Marke aufmerksam zu werden, ich weiß es nicht. Und die haben halt jetzt diese Palette rausgebracht, die wundervoll bunt ist. Also ich stehe da tierisch drauf. Hier sind dann übrigens mal die Swatches von den ganzen Tönen aus der Palette. Und wenn ich das Licht hier ausmache, das Ringlicht, dann schaut das so aus. Ziemlich knallig, ne? Für meine Verhältnisse ein bisschen zu wenig Schimmer tatsächlich, denn ich habe hier nur 1, 2, 3, 4 Schimmertöne und der Rest ist tatsächlich matt. Also mir persönlich zu wenig. Genau, und jetzt schminken wir einfach mal einen Look. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Denn die Palette lädt echt dazu ein, jetzt irgendwie einen Regenbogen-Look oder sowas zu machen. Ich weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall was machen, was halt zu meinem Oberteil passt. Was übrigens hier total verdreht ist. Mensch, Claudia. Genau, also vielleicht irgendwie ein bisschen was mit dem Grün machen. Vielleicht auch ein bisschen was mit dem Rosa, mit dem... Ja, mal gucken. Mal gucken. Meine Base ist gesettet und also ich habe einen Lidschattenprimer drauf gemacht und ich habe es gesettet mit Puder und jetzt kümmern wir uns um die Lidschattenpalette. Starten werden wir jetzt einfach mal mit diesem richtig giftgrün, limettengrün, hammerkrasser Ton. Wow, also du hast ordentlich Kickback im Pfännchen und gut was auf dem Pinsel, was natürlich auch für eine gute Pigmentierung spricht. Ich klopfe den Pinsel aber mal ab, weil ich habe die Palette vorher noch nicht verwendet. Weil ich einfach erstmal schauen möchte, wie intensiv das dann aufs Auge kommt. Okay, wenn ich den abklopfe, dann kommt da nicht so wirklich was aufs Auge. Das ist schade. Bauen wir das Ganze einfach mal etwas auf. Das lässt sich aber schön aufbauen, muss ich sagen, oder? Also man sieht den Ton schon. Was ein heftiger Ton, finde ich jetzt mal, ne? Weil der sich irgendwie auch auf dem Lid so schön verändert. Also das ist irgendwie so ganz besonders. Also ich finde den wirklich, in der Kamera kommt das nicht so gut raus, wie jetzt im Spiegel, den ich hier vor mir habe. Oder doch so ein bisschen, weil irgendwie scheint das Grün auch so unterschiedliche Nuancen zu kriegen, ne? Je nachdem, wie intensiv man das natürlich auch aufbaut, dann ist es ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Und also allein das ist schon ziemlich cool. Finde ich klasse. Übrigens entschuldige ich mich schon ein bisschen für meine ungezupften Augenbrauen. Ich weiß nicht, ich möchte aktuell so ein bisschen, dass meine Augenbrauen wieder buschiger werden. Und anstatt, dass ich dann halt wirklich die hier nur so buschig werden lasse, lasse ich die dann insgesamt meistens einfach wachsen. Läuft bei mir. Ein Ton, der mich halt auch so richtig anspricht, ist dieses Türkis hier natürlich, ne? Ich glaube, den setze ich mir auch so ein bisschen darunter. Mit so einem Pencilbrush. Kannst ja auch immer wieder sehr, sehr... Wow. Ja, ordentlich Farbe aufgenommen. Etwas abklopfen. Das kannst du ordentlich präzise mitarbeiten. Packe ich hier mal so drunter. Das ist schon schön. Und die verblenden sich dann auch irgendwie schon so ineinander, ne? Voll krass. Dann nehme ich wieder ein bisschen was von dem Grün. Und verblende dann auch so ein ganz bisschen hier so die Kanten. Man muss ja gar nicht viel machen. Finde ich mega cool. Das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut.
ist jetzt nicht so unbedingt ein Alltagslook, was ich hier mache, aber ich teste ja einfach nur die Palette jetzt aus, ne? Ja. Jetzt mache ich, glaube ich, was ganz Wildes. Ja, komm. Ich nehme hier mit dem Smudger mal dieses Pink auf. Ist auch so ein matter Ton. Gleich setze ich die ganzen Schimmerfarben dann da drüber. Kriegst du auch wieder richtig viel auf den Pinsel. Klopfe ich lieber ein bisschen ab vorher. Und dann setze ich mir den einfach unter das Türkis. Allein das finde ich jetzt schon ziemlich fancy. Das hat auch so ein bisschen was von 90er Jahre, oder? Und ich glaube, so ist auch diese Palette konzipiert. Und das finde ich ziemlich cool, denn ich bin ja ein Kind der 90er. Das macht mir Freude. Ich glaube, an diesen Übergang zwischen dem Türkis und dem Pink setze ich mir vielleicht noch dieses Lila. Wobei das ein bisschen dunkel eigentlich dafür ist, ne? Aber wenn ich das ganz vorsichtig mache, ich glaube, dann kann das was werden. Das versuche ich mal. Weil sonst, finde ich, ist diese Abstufung so hart, oder? Ich weiß nicht. Mache ich das jetzt kaputt? Nee, ich glaube, ich mache das kaputt, wenn ich jetzt zu hell da drauf, zu dunkel da drauf gehe. Nee, das Lila setze ich mir in den unteren Wimpernkranz. Genau. Dafür nehme ich dann auch wieder den Smudger. Gehe dann vorsichtig in diesen dunklen Lila-Ton hier unten rein. Dipp dann nur so ein bisschen rein. Hab was hier drauf. Und setz mir das dann, oh, was eine Pigmentierung, an den unteren Wimpernkranz. Boah, ich bin da nur ganz vorsichtig reingedippt. Zieh das auch hier oben direkt rein, denn ich wollte ja hier so einen Schweif konzipieren. Eigentlich kann man den Look fast schon so lassen, ne? Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht wollen würde, dass da jetzt noch irgendwie so ein bisschen Schimmer mit reinkommt. Übrigens habe ich hier und hier so ein bisschen Unterschiede. Aber egal, ich habe ja unterschiedliche Augen, dann darf das doch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich sein, oder? Ich nehme mir mit dem Smudger, den ich gerade sauber gemacht habe, diesen Ton hier oben auf. Der ist so Duochrome-mäßig. Der ist sehr, sehr spannend. Super, super weich. Puh, so sieht er aus. Den setze ich mir hier mal auf mein bewegliches Lid. Und intensiviere damit quasi das Pink, aber das geht tatsächlich besser mit dem Finger. Es krümelt und krümelt. Das ist blöd gewesen, dass ich vorher meine Base gemacht habe. Aber es sieht schon extrem außergewöhnlich aus und es ist richtig Duochrome. Das changiert so geil. Voll hammermäßig. Auf der anderen Seite auch. Mit dem Blendepinsel wische ich hier so über die anderen Töne, um den überschüssigen Glitzer wegzukriegen und auch unter meinem Auge und dort, wo der ganze Glitzer hingebröckelt ist. Aber der ließ sich auch jetzt sehr, sehr schön entfernen. Ich möchte jetzt natürlich noch meinen inneren Augenwinkel etwas highlighten und dafür ist diese Farbe, das ist so ein leicht gräulicher Schimmerton, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr angebracht, leicht gräulich Silber. Da nehme ich jetzt hier eigentlich so einen Lippenpinsel, gehe dann in die Farbe rein. Das ist eher metallisch und weniger dieses grobe Schimmer. Gebe mir das dann in meinen Innenwinkel. Der ist bei weitem nicht so heftig wie das, was ich auf meinem beweglichen Lid habe. Deswegen baue ich mir den natürlich noch ein bisschen auf. Ja, da ist der Fokus dann nicht unbedingt im Innenwinkel, sondern eher auf dem Auge selbst. Aber es passt. Ich gebe mir das auch so ein bisschen hier oben als Augenbrauen-Highlight. Jetzt werde ich mir die Wimpern einmal tuschen und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das quasi finalisiert aussehen wird. Was Mascara immer so ausmacht, ne? Ich habe mir jetzt auch noch einen Eyeliner gezogen, weil ich fand, dass das einfach zum Look passt. Also, ne, dass man so einen Eyeliner irgendwie durch das Rosa durchzieht und dann so ein bisschen noch das Lila weiter mit hochzieht. Das fand ich irgendwie so ein bisschen fancy. Und ja, ich finde die Palette tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Die ist natürlich jetzt nicht unbedingt was für den Alltag, ne? Also, ich weiß nicht, auf Partys würde ich das tragen. Ich persönlich würde es halt auch einfach so am Wochenende tragen oder jetzt so, ne, nach Feierabend. Das ist halt was für mich. Ansonsten muss man schon etwas mutiger sein mit der Palette, ne? Also, weil die halt sehr, sehr knallig ist. Aber die heißt ja auch einfach After Dark. Und das ist für mich einfach das Gegenteil von diesem dunklen, tristen, schwarzen. Das ist alles andere als grau, schwarz, eintönig. Das ist einfach kabam. Und ich finde das ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und hey, das passt wirklich zu meinem Outfit. Ich fühle mich da richtig wohl mit. Und ja,
Das war jetzt tatsächlich ein Look mit der Lethal Cosmetics After Dark Palette. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!